Rund um das Thema Himbeeren schneiden herrscht oft so ein bisschen Verwirrung, weil es da zwei unterschiedliche Himbeergruppen gibt, die man jeweils unterschiedlich schneidet. Das sind die Sommer- und die Herbsthimbeeren. Also bevor ihr das Himbeerschneiden ganz sein lasst und im nächsten Jahr nicht nur weniger erntet, sondern auch riskiert, dass ihr Pflanzenkrankheiten ins nächste Jahr verschleppt, zeige ich euch jetzt alles, was ihr beim Himbeerschneiden beachten müsst. Und am Ende gibt es sogar einen Trick, wenn ihr gar nicht so genau wisst, ob ihr Herbst- oder Sommerhimbeeren habt, was ihr dann machen könnt, um alles richtig zu machen. Wir haben gerade diesen Bauernhof hier gekauft und hatten Glück, denn es gibt schon Himbeeren auf dem Hof. Das sind Herbsthimbeeren und an denen zeige ich euch mal, wie man die schneidet. Der Unterschied zu den Sommerhimbeeren ist, dass die Herbsthimbeeren an den einjährigen Trieben tragen. Das heißt, wenn man sich die mal anguckt, dann sieht man, dass an jedem einzelnen Trieb hier Fruchtrückstände zu sehen sind. Also man sieht, dass jeder einzelne Trieb getragen hat und teilweise hängen jetzt sogar noch ein paar Beeren dran. Egal, ob ihr Sommer- oder Herbsthimbeeren habt, ihr schneidet die immer direkt nach der Ernte. Also jetzt im Herbst, wo wir alle Früchte abgeerntet haben, ist die perfekte Zeit, um die Herbsthimbeeren zu schneiden. Und weil die an den einjährigen Trieben tragen, können wir alle Triebe, die wir jetzt sehen, einfach entfernen. Entweder mit einem Messer oder mit einer Heckenschere ist wichtig, dass das Ganze scharf ist und dass das Werkzeug sauber ist, weil man zwischen unterschiedlichen Rosengewächsen auch Krankheiten übertragen kann. Und bei meinen Herbsthimbeeren schneide ich jetzt einfach alle Triebe über dem Boden ab. Das klingt erstmal ziemlich radikal, aber keine Sorge, die Pflanzen werden einfach im nächsten Jahr wieder neu austreiben und an diesen neuen Trieben dann ihre Früchte tragen. Wenn ihr nur Herbsthimbeeren habt, dann passt aber noch mal ganz kurz auf. Es gibt nämlich einen Trick, weil wenn man Herbsthimbeeren hat, dann erntet man ja erst so im September, Oktober. Das heißt, man muss relativ lange auf seine Ernte warten. Wenn ihr schon ein bisschen früher im Jahr ernten wollt, dann könnt ihr einzelne von diesen Trieben hier stehen lassen, nur ein paar, und die nur so auf die Hälfte zurückschneiden, also ungefähr hier. Weil die Triebe dann im nächsten Jahr Seitentriebe bilden, an denen sie schon früher Früchte tragen werden. Das bedeutet, ihr habt dann eine kleinere Ernte, weil die zweijährigen Triebe sind das dann ja, nicht mehr so ertragreich sind. Aber dafür werdet ihr dann an diesen Trieben, die ihr jetzt stehen lasst, nächstes Jahr früher ernten können. Die Sommerhimbeere dagegen trägt, logisch, im Sommer, aber nicht an den einjährigen Trieben wie die Herbsthimbeere, sondern an den zweijährigen Trieben. Die bildet also jedes Jahr Triebe aus, an denen im selben Jahr noch keine Himbeeren wachsen. Weil wenn wir bei der alle Triebe absäbeln, wie bei der Herbsthimbeere, dann haben wir im nächsten Jahr natürlich überhaupt keine Ernte, weil dann keine zweijährigen Triebe mehr übrig sind. Aber auch eine Sommerhimbeere will geschnitten werden und dann schaut ihr einfach, wo sind an eurer Pflanze diese Fruchtreste. Und die Triebe schneidet ihr ab. Alle, die keine Früchte getragen haben, bleiben stehen. Man kann bei Sommerhimbeeren die ein- und zweijährigen Triebe auch an der Farbe unterscheiden. Die Triebe, die schon mal getragen haben, also die zweijährigen Triebe, sind viel dunkler, holziger und Richtung Herbst. Also wenn man im Sommer vergessen hat, die zu schneiden, sterben die dann auch richtig ab. Also da sieht man einen guten, deutlichen Unterschied. Egal, ob ihr Sommer- oder Herbsthimbeeren habt, beide freuen sich, wenn sie nach dem Schnitt eine Ladung Kompost bekommen. Im Anschluss mulche ich meine Himbeeren dann noch mit Laub, sodass sie gut geschützt in die Winterpause gehen können. Aber vielleicht seid ihr euch ja jetzt unsicher, ob ihr Sommer- oder Herbsthimbeeren habt. Und dann gibt es einen Trick, mit dem ihr eure Pflanzen so schneidet, dass ihr trotzdem alles richtig macht. Ihr guckt einfach jeden einzelnen Trieb an. Hatte der Früchte? Wenn ja, kommt er weg, über den Boden abschneiden. Wenn nicht, bleibt er stehen. So habt ihr nämlich, falls ihr Sommerhimbeeren habt, die zweijährigen Triebe erhalten, damit die nächstes Jahr tragen können. Und alle, die schon getragen haben, wie zum Beispiel bei den Herbsthimbeeren sind das alle, sind schön abgeschnitten, sodass die Pflanze im nächsten Jahr wieder richtig kräftig austreiben kann. Aber Himbeeren sind ja nicht die einzigen tollen Beeren da draußen. Ich habe letzte Woche ein ganz ausführliches Video rund um das Thema Blaubeeranbau gemacht. Also schaut gerne da drüben vorbei, wenn euch das interessiert und ihr Lust habt, jetzt noch Blaubeeren zu pflanzen. Jetzt ist die perfekte Zeit dafür. Ansonsten geht raus und macht die Welt ein bisschen grüner. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Tschüss.